So, Leute, ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Jetzt in etwas sehr anderen Art und Weise und nicht vielleicht nicht der besten Art und Weise, aber in einer Art und Weise, in der ich jetzt mal drehen muss. Ja, ich habe eine neue Bestellung von Amazon, aber erstmal möchte ich euch meinen Hintergrund zeigen. Vielleicht gefallen euch die Pokémon-Editionen so in dieser Verpackungsart und Weise. Hier sehen wir einmal die Pokémon-Rot-Edition in der originalen Verpackung. Rote Edition, hier die Pokémon Blaue und hier die Gelbe. Ich habe also alle in originaler Verpackung und das ist, die sind sogar noch sehr, sehr gut erhalten. Die Verpackung ist nur mal hier ein bisschen abgeblechert, aber hier, vielleicht noch hier oben, aber das ist das Allermindeste und sind sogar noch die originalen Kassenbons drin, Leute. Die originalen Kassenbons und die originalen Preisschilder sogar noch drauf. Hier hat es früher 69 D-Mark gekostet und hier auch 69 D-Mark und das weiß ich nicht. Also Leute, das ist schon etwas sehr, 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 sehr. Okay, Spaß, macht Spaß. 10 Jahre später, sehr, sehr, sehr seltenes. Und ja, so, dann haben wir hier noch, was ich euch noch zeigen wollte, eine Link-Figur und noch eine Link-Figur. Huhu. Kann man die sehen? Ja. Kann man sehen? Kann man sehen. So. Okay. Gut, dann fangen wir mal an, aber wir wollen nicht so lange labern. Ich habe eine Bestellung bekommen. Andere Seite kann ich euch nicht zeigen, da meine Adresse drauf ist. Hier seht ihr, haben wir eine Bestellung von Amazon. Und was darin enthalten ist, das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Sie wurde sehr schön verpackt. Ja, ihr könnt euch bestimmt schon denken, da steht das von, durch den obrigen Titel. Oh, das haben die mit hier mit so einem Aufrissstreifen gemacht. Na gut, dann machen wir es eben diesmal so. Irgendwas an meine Stirn. Und ja, haben wir drin, ne? Ein erstes Mal haben wir drin, ne? Einen Lieferschein. Und eine Werbung. 6 Top-Weine zum halben Kennenlernpreis. Jetzt Gutschein einlösen. Nur gültig bis 31.08.2012. Ja, Leute, wer Wein will, soll diesen Gutschein ja benutzen. AMA 22104. Los, schnell! Schnell! Dann werdet ihr YouTube-Partner sein, Spaß. Spaß. Genau. So, hier irgendeine Bestellung, Lieferschein. Ich schau mal kurz nach, was da drauf steht. Ja. Ist alles oh. Und Leute, das ist super billig gewesen. So. Und dann haben wir das Wichtigste natürlich. Das, was wir uns bestellt haben. Ja, es ist. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Metroid Other M. Ab 12 Jahren von der USK freigegeben und ja, Metroid Other M für die Wii. Ein sehr schönes Cover hier vorne drauf. Wieder mit den schönen Nintendo-Streifen-Look, mit den Nintendo-Streifen. Und hier sieht man ja Metroid, also Samus, Metroid Samus, oder hier ganz normal Samus. Ja, und hier haben wir natürlich den Kommandanten. Aber ich mehr möchte da nicht verraten. Und natürlich alles sehr schön im Weltraum gehalten. Also Weltraum, ja, Hintergrund, Background, Motiv oder was weiß ich, ist nicht gehalten. So, da haben wir hier Metroid und hier schön Otto M. Das kennt ihr alles schon. Das Spiel kennt ihr, haben schon, schon viele. So, hier sehen wir natürlich nochmal Metroid Other M. Und hier, Wii. Für Wii. So, dann sehen wir hier weiß, hier eine Öffnung und hier wieder weiß. Nein, Spaß. Dann ist es natürlich auch noch für die deutsche europäische Version und natürlich von Nintendo. Ich komme mir gerne UK-Importer. So, dann schauen wir mal natürlich mal auf die Backside. Wir haben hier einen Aufkleber, den wir was mal abmachen, weil wir den nicht brauchen. Oder der, nee, das ist auf der. Nee, das ist auf der drauf. Da brauchen wir es nicht so machen. Gut. Wir sehen hier Samus geschicklich. Samus Geschichte wird endlich erzählt. Also, wie Samus überhaupt alles, wie es überhaupt dazu kam, dass überhaupt Samus Aran ist. Aran, nicht Aran, oder? Man kann es, glaube ich, aussprechen, wie man will. Und ja, deswegen, das sieht man jetzt alles hier. Erlebe Samus Aran aufregende Vergangenheit. Setze dich als Samus Aran von Widersachen mit prangenden Attacken zur Wehr. Und hier kann man durch erkunde deine Umgebung und verbessere dabei deine Waffen.
So und so weiter und so fort, indem du die Wii-Verbindung waagerecht hältst und so weiter. Also, ihr seht, alles auf der Wii abgestimmt. Die Bosskämpfe, so wie die Dungeons sind, sollen sehr schön sein. Einige mögen es, einige mögen es nicht. Das ist natürlich immer so die Sache. Also, das ist eigentlich bei jedem Spiel so. Es gibt eigentlich immer so, selbst sogar die schlechtesten Spiele haben manchmal sogar Leute, die es mögen. Aber Leute, ich mag's und warum denn nicht? Ja, ich bin zwar nicht so der Ego-Shooter-Fan, also ich bin eigentlich nicht so der Fan, der so mit Games, die Shooter befasst sind, also Shooter-Games bin ich jetzt nicht so der Profi, überhaupt eigentlich nicht, aber ich habe auch nicht bis jetzt, das ist mein allererstes, nee, gut, mein zweites Samus, ich habe schon mal das allererste gespielt und dann noch Metroid Fusion auf dem 3DS, dieses GBA-Botschafterspieler hier, Programme, das habe ich auch schon zur Hälfte, glaube ich, mehr zur Hälfte durch. Ist auch sehr schön, aber mir gefällt eben, dass hier bei Metroid, dass man das sehr rätseln muss. Also mit diesen Dungeon hoch, runter, links und rechts und oben, unten und ja, die Perspektiven, das ist einfach nur geil gemacht. Oh, ich habe mich schon eingedrückt hier. Ja, kann man machen. So, ansonsten, ja, ach so, seht ihr überhaupt alles? Warte mal. Zeige ich euch mal mehr. Ich hab das auch schon gesehen, oder? Ja. So, ich zeig noch mal ein bisschen mehr. So. Okay, gut, dann packen wir das grüne Stück mal aus. Weil wir müssen ja auch noch zum Auspacken kommen. Meine Kamera ist abhanden gekommen. Nein, nein, nein. Ich hasse dies. Weil ich habe sie jetzt vom PC, da etwas weit weg ist, mit USB-Verlängerungskabel hier anschließen. Und dadurch ist das eben nicht so perfekt. So, dann packen wir das ganze schöne Stück mal aus hier. Ja. Deswegen tut mir leid. Das musste heute mal sein. Ich wollte nicht extra noch meinen Laptop anmachen, weil das wäre für mich jetzt auch wieder viel zu viel Arbeit. Die Zeit wollte ich mir sparen und wollte das so machen, aber dann war da wieder zu wenig Licht auf dem Fußboden und naja, kennen wir ja bestimmt alles. So. Nintendo Streifen ist ab. Nintendo Streifen übrigens sehr schöne Idee, also. Wenn man das abschaffen würde, oder hat man sich eigentlich schon abgeschafft, will ich es nicht. Also ich finde das nämlich mit Nintendo Streifen sehr, sehr schön. So. Und hier seht ihr Metroid, aber so, dann packen wir mal das schöne Spiel aus. Schönes, gutes Stück. So, hier haben wir natürlich einen Club Nintendo Code, den ihr den nicht kriegt. Nein. So, natürlich doch. Aber also, ihr bekommt ihn nicht. Weil ich ihn ja selber brauche. Wenn ihr noch irgendwelche habt und ihr braucht die nicht oder braucht die nicht oder so und so weiter und so fort, dann schickt mir sie einfach auch bitte per PN, weil andere sollen die nicht unbedingt bekommen oder also ihr wollt es, dass andere bitte bekommen, dann kann ich nicht ändern. So, dann schauen wir uns mal hier die Werbung an. Werbung Ende. Werbung. So, hier haben wir einmal Wii Party. Wii Party. Ist es auch? Ja. So, dann haben wir hier Mario Sports Mix mit sehr schönen Bildern. Kennt ihr ja schon. So, dann haben wir hier Donkey Kong Country Returns, Kirby's Epic Yarn, Super Mario Galaxy 2. Ja, ich brauche wirklich eine neue Kamera, also das ist wirklich extrem schlecht. Ja. So, dann seht ihr hier Mario Kart Wii und Flip Smash und Metroid Other M, was wir jetzt auch besitzen. So, und natürlich die Copyrights. Ja. Deswegen. Copyright. So, dann haben wir hier die schöne Verpackung. Jo, Verpackung. So, Quatsch. Ja, Bedienungsanleitung. Verpackung, ich bin immer so blöde. Und hier haben wir natürlich noch die Wichtigkeitsinformationen und so weiter und so fort. Aber wir kommen erstmal zu diesem hier. Also, der Bedienungsanleitung. Schauen wir uns mal näher an. So, das ist sie. Und wer hier, wer die kennt, der kennt sie. Sehr schön in Farbe gehalten und auch sehr schön beschrieben, wie man jetzt die Fernbedienung hält, um zum Beispiel eben hier mit Metroid, zum Beispiel da und da besser zu schießen oder besser lang zu laufen und die bösen, bösen, bösen Bubis da alle zu killen und dann durchzukommen und was weiß ich nicht alles. Also, dazu wird es auch noch ein Let's Play geben. Das ist mein allererstes Eco-Shooter Let's Play, also Shooter. Man kann eigentlich schon Metroid als Shooter anerkennen, aber
Es ist eben geil in der Schule. Also wirklich richtig geil und ja. So, was ich sehr schön finde bei Metroid ist der Ball. Das mit diesem Ball ist mir auch schon früher so aufgefallen und da habe ich auch schon früher die Demo, wo früher der DS rauskam, gab es so eine Demo dazu. Da habe ich die auch gerne gezockt, weil die Spiele sind zwar manchmal schwer, aber für den allerersten Neueinsteiger, sag ich mal so, aber sind wirklich atemberaubend geil gemacht. Ich glaube, Retro Studios hat hier mitgemacht, oder? Will ich es nicht? Ich glaube, Retro Studios hat mitgemacht. Kann nur sein, dass es nicht mitgemacht hat. Das ist nur bei der Trilogie, die mein Kumpel Nico mitgemacht hat. Wer es weiß, kann es rein schreiben, aber ich finde es trotzdem sehr nicht schlecht. Und ja, als weitere finde ich auch natürlich mit auf Universe Gaming, Entschuldigung, auf universegaming.de und natürlich auf meinen Kanal und auf meinen Forum. So, und dann schauen wir hier mal nach, und zwar meine CD, Gott, die CD, Method Auto M, sehr schön erhalten. Wow, verdammt! Hier haben wir sie, und ja, warum nicht? Nicht schlecht. Hinten auch sehr schön, okay, gut. Also, perfekt. So, okay. Tun wir sie wieder rein. Dolby Pro Logic 2 haben wir auch natürlich auch hier als Soundqualität auf der Diskette. Einfach auf dem Spiel drauf. Und ja, es ist auch übrigens von Team Ninja, was ihr bestimmt alle kennt. Und natürlich original von den Nintendo Siegel. So, das war's erste Mal von meinem Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit sehr viel Werbung hier wegen Sekt und so weiter. Das kommt erstmal alles in den Müll. In den Müll. So. Außer ihr wollt es. Ich schick's euch ein paar Post zu. Ihr müsst den Versand bezahlen. So. So, das tut man nochmal weg. Oh, das tue ich mal rein. Wartet mal. Da ist nicht meine Adresse drauf, wo ich wohne. Ich will es nicht jedem zeigen. So. Okay. Gut. So. Dann haben wir hier das Spiel und hier die Verpackung kann in den Müll. Ich sage immer Müll, weil es so geil ist, anstatt Müll zu sagen. Okay. So. Also, das ist das Spiel. Ich freue mich sehr, dass ich es habe und ich werde dann gleich nachher in die Wii stecken und euch ein Let's Show Video zeigen. Oder auch morgen. Also, morgen wird es wohl eher kommen, weil ich heute nicht mehr schaffe. Aber ich hoffe, ihr habt darüber oder habt damit sehr viel Spaß und ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel. So, zumindest, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich sag mal so, von dem, was ich gesehen habe, ist es schon sehr schön, überhaupt, was Metroid her kann, aber ich war eben noch nie der Fan davon. Aber wollte es einfach mich auch mal jetzt antun und vielleicht werde ich auch mal der Fan und vielleicht werde ich sogar ein Ultra-Fan, nein, Spaß. Aber wie gesagt, also Nico sagt, es ist sehr schön und da sagte ich, okay, gut für den Preis, für 9,95 € werde bei Amazon, Link ist unten in der Beschreibung. Leute, das muss man sich einfach kaufen und ja. So. Okay, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und wie gehabt, Facebook liken hier, Daumen hoch geben und so weiter, das wäre sehr schön, müsst ihr aber nicht, aber Leute, ich würde mich auch jetzt nochmal eine kleine ja, Ansage an euch und zwar würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr viel, viel mehr auf universegaming.de und auf meinen Kanal, besonders auf meinen Kanal auch, weil auf Post-it dadurch weiß ich auch wirklich, dass ihr meine Videos schaut. Ich sehe zwar auch durch die Views, aber ich sehe durch die Kommentare, kann man das viel, viel besser beurteilen und so weiter. Und zurzeit werden die immer weniger. Manchmal wieder ein bisschen mehr, aber sonst immer weniger. Aber ich merke nur, sobald ich ein neues Test oder zum Beispiel ein Test-Video hochlade oder nur ein Let's Show oder Video oder was weiß ich, dass dann nur dann Kommentare kommen. Das macht mich zwar auch freudig, aber auch ein bisschen traurig, weil ich würde mir natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr Kommentare wünschen. Das ist ein, ja, Wunsch von eurem Mr. Tobi 88 und so sehr, sehr traurig. Also ich hoffe, ihr könnt den Wunsch erfüllen und ja, wir sehen uns dann natürlich wieder beim nächsten Let's Play und Let's Show Video und ich auch zu diesem Let's Show Video, aber bis dahin erstmal werde ich dann morgen drehen. Ja, dann sage ich erstmal Ciao und ich verabschiede mich und hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und vielleicht sehen wir uns mal wieder und schreibt es mir in die Kommis sogar. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es machen würdet, wie schon gerade von uns gesagt, dass ihr das dann macht. Ja, dass ihr das dann macht, nee.
ob ihr euch das Spiel auch kaufen würdet oder ob ich es auch holt oder ob ich es schon habt oder ob ich es schon durchsteht oder ob ich es mir habt jemanden anderen empfehlen würdet oder und. Schreibt, was das Zeug hält. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr schreibt und so weiter. Und ja, weil ich habe nämlich letztens gemerkt, das muss ich auch noch sagen, hier im Video, und zwar, dass viele mich durch Skype anschreiben und sagen, hey, geiles Video, und dann schicke ich mir den Link von meinem Video, ja. Da sage ich, ja, vielen Dank, aber bitte post das nächste Mal auf YouTube, ja. Weil es bringt mir auch und auch euch mehr, sobald da mehr Kommentare sind. Erstens werdet ihr dann dadurch irgendwann bekannter, wenn ich bekannter werde. Und es bringt mich weiter, weil dadurch weiß ich, dass genau ihr meine Videos guckt. Ich meine, ich merke es auch so, aber es ist eben halt eben besser, ja. Weil ich habe dadurch auch, oder andere, die mich eben noch nicht kennen, wissen, aha, da schaut jemand Videos von dem. Und der ist auch ganz schön gar nicht mal so schlecht. So, das ist das einfach, was ich will. Ich will natürlich nicht ganz so rauskommen. Ich meine, ich will einfach nur den Spaß auf YouTube haben. Ich meine, natürlich rauskommen hoch, ist natürlich auch sehr schön, aber. Einfach nur den Spaß auf YouTube haben, und das ist das Wesentliche, Wichtigste heute zum Beispiel, heutzutage auf YouTube. Ja, und das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ja, bis dann, Leute. Tschüss. So, ich mach noch nicht so, dass ihr auch noch seht. So. Bis dann. Tschüss.